Ja, hallo liebe Freunde und willkommen hier zu einem neuen Let's Play von mir. Und zwar spielen wir heute mal, The Detective Crime Thrillers. Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Ich bin gespannt, wie es ist. Ich muss mal eben ganz kurz was einstellen, also wundert euch mal eben ganz kurz nicht. Ich muss mir nämlich eben einen Timer irgendwie mal einstellen. Das passt so ungefähr. So, damit ich ungefähr eine Zeit habe, damit ich ungefähr weiß, dass ich hier nicht durchgehend aufnehme. So, also wir fangen einfach mal ein neues Spiel an. Ich habe es noch nie gespielt, ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe keine Ahnung, wie es gespielt wird. Ein Plan von irgendwas gerade. So, anstrebender Detektiv. Was ist das? Genießen Sie die Aufregung, indem Sie ein Detektiv ist. Stellen Sie die... Ich mach mal den normalen Fall. So, und mal gucken. Jagdgründe. Nummer 1. Mal gucken, wir kriegen bestimmt so ein Tutorial zum Eingang, damit wir uns auch mal ein bisschen reinfuchsen können und mal gucken können, wie das Ganze sich so verhält, läuft, spielt. Keine Ahnung. Auf alle Fälle bin ich mal sehr gespannt, wie das Ganze wird. Ladephase, Ladephase, ula, la, Ladephase, 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 ula, la, Ladephase, Ladephase und fortfahren. Ladephase. Schönes Intro. Sniper lässt grüßen. 48 Stunden zuvor. Ich glaube, wir haben ordentlich Scheiße gebaut, deswegen kriegen wir jetzt ordentlich an auf den Sack gebrummt. Für alle Leute, die Sherlock Holmes kennen, ihr wisst, wer Sherlock Holmes ist. Denke ich mal, berühmter Meisterdetektiv, bla bla bla, braucht man eigentlich nicht mehr viel zu erzählen. Oh, verzeihen Sie, störe ich Sie etwa? Nein. Kommen Sie doch rein, Mrs. Miss Alice de Bouvier. Ich bin die neue Nachbarin von Mr. Holmes. Oh, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Ich bin Dr. Watson. Können wir Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Nicht Sie braucht Hilfe, Watson. Ich... Um was geht es dann? Der Junge, der schniefend hinter ihr steht. Schicken Sie ihn weg. Aber er friert ja geradezu und ist ganz verstört. Was ist nur passiert? Der kleine Tom klopfte an der falschen Tür. Ach, um Himmels Willen. Armer Junge, komm rein, wärm dich beim Feuer auf. Kann ich Ihnen Tee anbieten, Miss de Bouvier? Nun, ich... Ist ja nicht so, dass wir, Sie wissen schon, wen stören. Ich denke nicht. Da Sie nebenan wohnen, sollten Sie vielleicht besser wissen, wie er so ist. Ich mache mir langsam Sorgen. Nun... Mr. Holmes leidet an einer Krankheit, die immer dann aufflammt, wenn er nichts zu tun hat. Dann wird er richtig gehend asozial. Und, naja, es ist eine schwierige, unheilbare Krankheit. Die Sache muss unbedingt unter uns bleiben. Natürlich, ich verstehe. Wie traurig. Eine vorübergehende Linderung gibt es aber für ihn. Durch spannende Fälle. Wenn er diesen hier ablehnt, wird sich sein Zustand sicher verschlechtern. Ich bin noch hier. Ich bin nicht aus dem Fenster gefallen. Sicher? Also gut, dann. Vielen Dank, Miss. Okay, warum bist du hier? Der kleine Junge. So, oh, cool. Führen Sie eine Charakteranalyse durch, in denen Sie über wichtige Details konzentriert verfolgen. Ach so. Also das kennt man ja schon so ein bisschen aus allen möglichen Sherlock Holmes Teilen, so ein bisschen, dass er genau guckt, was los ist. LB?
Aha, Fehlbildung. Okay. Achso, damit gehe ich zurück. Ja, warte mal ganz kurz. Halt. Wir wollen mal eben ganz kurz richtig zurückgehen, damit ich irgendwas weiß, was ich richtig machen soll. So. Erstmal fangen wir... Ich muss mal eben ganz kurz aufpassen, nicht, dass mein Mikrofonständer gleich abkackt. Ich habe mich heute mehr wieder auf den Mikrofonständer ein bisschen eingestellt. Und ich habe das Gefühl, er fliegt gleich runter. Weil ich musste ein bisschen umbauen. Deswegen entschuldigt mich eben ganz kurz, wenn ich dieses kleine Problem eben richten möchte, weil ich keinen Bock habe, dass mir das ganze Ding gleich mitten auf den Schoß knallt. So ist das doch schon ein bisschen angenehmer. So, definitiv am Ohr haben wir noch was. So. Halt, wo ist mein... Da. Die Nase. Gerötete Augen. Hat kürzlich geweint, natürlich. Sieht man ja. Hat kürzlich geweint. An den Ohren hätte ich noch was festzustellen. Was sind wir da? Blasse Haut. Mangelernährung? Hä? Ich würde sagen... Mangelernährung. Ja. Ach, der Name. Tom ist 8 Jahre alt. Definitiv. Fürsorgliche Eltern. Nee. Keine fürsorglichen Eltern. Genau. Wie aktiviere ich denn etwas? Gepflegte Flicken. Was haben wir da? Und da müssen wir mal als Holmes ein bisschen genauer gucken. Oh. Karte von London. Hat kein Pin. Ich wollte gerade sagen, jetzt ohne Scheiß, gehst du da echt drauf? Fehlbildung. Okay. Analyse bestätigen. Charakteranalyse abgeschlossen. Mal gucken wir mal. Wie weit wir so richtig hingen. Tom ist 8 Jahre alt. Seine Kleidung ist abgetragen und mehrfach sorgfältig gepflegt. Toms Eltern sorgen dafür, dass wir vermuten, dass er unter Mangelernährung leidet. Er hat gerötete Augen und kurz geweint. Okay. Bin gespannt, ob wir da überhaupt richtig liegen. Müssen wir das nochmal machen? Nein. Wir sind fertig. Wir sind ganz klar fertig. Nun sag, Junge, was führt dich hierher? Mein Vater, Sir. Er ist verschwunden. Oh, Pech. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hol dir einen neuen. Wie ist sein Name? George Hurst, Sir. Verschwunden also. Was sagt die Polizei? Die glauben mir nicht. Sie sagen, dass er einfach abgehauen ist. Aber das stimmt nicht. Für so Klar. Deine Kleidung ist gut geflickt und du kannst lesen. Deine Eltern mögen arm sein, aber sie lieben dich. Ja, aber es gibt nur noch uns beide. Meine Mutter starb, als ich noch klein war. Umso mehr ein Grund, nicht einfach abzuhauen. Dein Vater dürfte kein verantwortungsloser Mensch sein. Er ist sehr gut zu dir. Mhm. Das stimmt. Aber er hat keine feste Stelle. Deswegen arbeitet er oft als Tagelöhner, weil er sonst nichts finden kann. Mhm, interessant. Nur diesmal ist er nicht zurückgekommen. Vielleicht mochte er dich nicht. Wann genau hast du ihn zum letzten Mal gesehen? Vor 3 Wochen. Er hatte einen neuen Job angenommen. Aber diesmal war er seltsam und wütend. Seltsam? Inwiefern? Er sagte, ich habe einen besonderen Job angenommen. Wage es nicht, hier wegzugehen. Ihm muss etwas zugestoßen sein. Vor 3 Wochen? Das ist eine lange Zeit. Jeden Tag dachte ich, heute kommt er zurück. Und überhaupt, ich komme schon alleine klar. Mangelernährung. Was meinen Sie, Sir? Nichts. Ich schweife ab. Nochmal? Ach so. Ja.
Ich hätte was anderes nehmen müssen. Gut. Wie lautet eure Adresse, Tom? 12 Dorset Street. Erster Stock. Tür E. In Whitechapel, Sir. Aber ich habe kein Geld, um sie zu bezahlen. Okay, genauso. Wer redet denn von Geld? Dein Fall scheint die Medizin zu sein, die ich brauche. Ich werde dich dort treffen. Oh, vielen Dank, Sir. Stimmt. Holmes war ja immer einer, der auch ohne Geld arbeiten geht. Ja. So. Das Verschwinden untersuchen, das können wir da gerne machen. Wir können uns auch bewegen, das ist schon mal ganz gut. Was ist das hier? Okay. Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Na, vielleicht, eventuell. Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Der Hund. Der Hund ist wichtig. Brava, Toby. Die beste Spürnase im Königreich. Wir müssen Tom helfen, seinen Vater zu finden, Holmes. Schade, ich finde die deutsche Synchronisierung nicht gerade... Mein Analysetisch. Hilfreich bei meiner Arbeit. Nicht gerade sehr gelungen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also die... die deutsche Synchro hört sich nicht gerade so prickelnd an. Optisch gesehen sieht das Ganze hier sehr schön aus. Also eine Verkleidung. Jo, schön. Wir können Sherlock noch einen schicken Schank anziehen. Seelsorger. Wollen wir ja Seelsorger schicken? Ich meine... Ein bisschen Sportkleidung, Freizeitanzug, Mantel. Wir nehmen ihn natürlich als Mantel. Warum nicht? Sherlock soll immer einen Mantel tragen. Er muss ja immerhin raus. So. Ein Bett. Passt genau. Verkleidungen. Wollen wir eine Verkleidung anlegen? Können wir das auch noch? Echt jetzt? Ohne Scheiß? Geil wie... Ach, wir können ihn noch so ein bisschen verändern, wie wir ihn haben möchten. Wollen wir Sherlock Holmes wirklich mit der alten... Mütze und noch einen schicken Bart reinhauen. So hätten wir natürlich... So fast das Sherlock Holmes... Ach, mit Mütze. Alter, Falter. Na gut, komm, lassen wir das erstmal, das Rumgespiele. Wir behalten ihn erstmal so. Mantel kann er von mir aus anbehalten. Das ist ja in Ordnung. Den Mantel kann er gerne tragen. Aber interessant, man hat so ein bisschen an die Charaktergestaltung noch mitgedacht und hat sich gedacht, wenn man den Sherlock Holmes ein bisschen verändern möchte, warum nicht, ne? Eine Karte von London und Umgebung. Könnte nützlich werden. Vielleicht, wir wollen erstmal gucken. So. Will Watson gar nicht mitkommen? Sonst geht er doch überall mit hin. Schauen wir mal nach, ob es hier unten noch was zu entdecken gibt. Manchmal sind ja die geheimen Orte die wichtigen Orte. Nein. Okay. Jetzt hat mir nicht. Ich kann einfach so offen auf die Straße gehen. Okay. Nice. Wirklich nice. Ich weiß zwar nicht wohin, aber ich gehe einfach mal. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hingehe. Also kommt, Leute, grafisch mäßig ist das doch gar nicht mal so schlecht, oder? RB. Konzentrieren Sie sich darauf, Details aufspüren. Hm. Mit dieser Seele hilft Ihnen dabei, sich Objekte und Ereignisse wirklich vorzustellen. Aha. Also Tutorial gerade ist für'n Arsch, ne? Okay, es war schon klar, also... Oh. Aber wie viele kleine Details sie so ein bisschen gedacht haben. So, fragen wir mal den Kutscher, ob er mich da hinbringen kann. Und wir wollen los. Wir öffnen mal das Notizbuch. Hier können wir uns noch allerhand Sachen zusammenbasteln. Suchen Sie... Was haben wir hier? Hier können wir sogar noch aufrufen, was er gesagt hat. Sehr schön. Die Echos und den Namen. Gut. Dann wollen wir mal hin. Wollen wir mal gucken, was da so los ist. Diese Straßen sind zu eng für Kutschen. Ich muss laufen. Ach, armer Sherlock. Auch noch diese Bewegung auch noch. North Street. Ganz ehrlich? Ich muss gleich mal selber reingucken. Halt. Was hat der Kerl da für ein Problem? Ich weiß jetzt nicht. Eine 2 hat er, glaube ich, gesagt, oder? Wir klopfen einfach mal. War aber doch nicht die 2. War das nicht Dawson Street? Ja, ne?
Sehr cool. Dorset Street. 14 war das nicht. Ich hätte mir das alles mal besser merken sollen. Dorset Street 12. Gehen wir einfach mal rein. Warum denn nicht? Dorset Street 12. Aber wir können hier einfach... Ach so, ah, geil. Schön dran gedacht. Muss ich ja mal lassen. Sieht auf alle Fälle schon mal sehr interessant aus. Wir klopfen einfach mal an diese Haustür hier. Hier leben wir, Mr. Holmes. Ich weiß. Ich bin Sherlock Holmes, Mann. Ich weiß alles. Sehr schön. Gut, dass du hier lebst. Können wir das auch noch bewegen? Ah, deshalb bist du also zu mir gekommen. Okay. Eine Sammlung von alten, gebrauchten Büchern. George Hurst wollte seinem Sohn so viel Bildung ermöglichen, wie er sich leisten konnte. Vater hat die... Geh mir nicht auf den Sack, ich muss mich konzentrieren.